Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Plattenspielertest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Plattenspielertest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Medion E64065. Der Medion-Plattenspieler ist sowohl einfach als auch mit einem subtilen Vintage-Touch gestaltet. Der Plattenspieler punktet mit einer Reihe vorteilhafter Funktionen und wird fast ausschließlich von Benutzern mit der besten Qualität bewertet. Neben den Vinyl-Apps, Singles wie auch LPs kann der Plattenspieler auch die alten Shellac-Platten mit 78 Umdrehungen pro Minute abspielen, wobei die klangliche Spitzenqualität in jeder Hinsicht überzeugt. Dank der eingebauten Lautsprecher mit einer Leistungsaufnahme von je 5 Watt wird auch für Stereoton gesorgt. Zusätzlich sind Anschlüsse für Außenboxen vorhanden, ebenso kann das Gerät zusätzlich für die Wiedergabe digitaler Musik von einem Mobiltelefon oder Notebook genutzt werden. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Sony PSLX-310BT. Der Plattenspieler PSLX-310BT von Sony liegt im mittleren Preissegment. Er bringt eine Anschlussvariante, die nur wenige Geräte dieses Typs haben. Dank Bluetooth kann eine Vielzahl von Tools drahtlos an den Dokumentenplayer angeschlossen werden. Optisch präsentiert sich das Gerät im traditionellen Gewand in klassischem Schwarz. Es sieht hochwertig verarbeitet aus. Die Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht eine drahtlose Verbindung zu Audio-Lautsprecherboxen, Audiobars, Kopfhörern und anderen Bluetooth-Tools. Auf diese Weise können die Verbraucher selbst entscheiden, was sie über ihre bevorzugten Dokumente hören möchten. Auf Platz 3 haben wir die Dualde T210. Der Plattenspieler Twinde T210 eignet sich hervorragend für diejenigen, die ein Gerät zum Abspielen ihrer Kunststoffe wünschen, das ihr eigenes Budget nicht allzu sehr belastet. Diese Version eignet sich nicht nur, um der Musik Aufmerksamkeit zu schenken. Genauso einfach lassen sich Dokumente digitalisieren, sodass Sie alte Schätze auch unterwegs mit Ihrem intelligenten Gerät oder zum Beispiel im Fahrzeug bewundern können. Ob mit 33 oder 45 Umdrehungen pro Minute, laut Artikelübersicht des Herstellers spielt dieser Dokumentenspieler jede Plastikplatte mit überzeugender Klangqualität und ohne störenden Historiensound ab. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Dualde TJ301. Der Plattenspieler Dualde TJ301.1 eignet sich für eine Vielzahl von Funktionen. Zu einem relativ niedrigen Preis erhalten Musikliebhaber ein Gerät, das sowohl für den sentimentalen Litmus zu Hause als auch für eine fortgeschrittene Disco-Nacht geeignet ist. Der Plattenspieler verfügt über einige Funktionen, die DJs bei ihrer Arbeit benötigen. Der hochwertige Tonabnehmer mit einer Rubinnadel muss einen ausgezeichneten Klang ohne Quietschen und andere historische Geräusche garantieren. Mit dem Dualde TJ301.1 können sowohl Songs als auch LPs mit 33 und auch 45 Umdrehungen pro Minute abgespielt werden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Karche K8050. Der Karche Dokumentenplayer K8050 ist eine kompakte Version, die vor allem durch ihre Mahagoni-Optik einen hochwertigen Eindruck macht. Das Gerät gehört zu den preisgünstigen Alternativen auf dem Markt. Für wenig Geld erhält den Verbraucher einen anständigen Plattenspieler, der alte Plastikschätze wieder zum Leben erweckt oder Neuanschaffungen im heimischen Wohnzimmer hörbar macht. Der Dokument Gamer strahlt einen Hauch von schönen Erinnerungen aus und erzeugt plötzlich eine klassische Umgebung. Der Karche K8050 eignet sich zum Abspielen von Plastikdokumenten mit 33 und auch 45 Transformationen pro Minute. Er wurde mit einer nützlichen Autostopp-Funktion ausgestattet, die dafür sorgt, dass sich das Gerät nach der Wiedergabe sofort ausschaltet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen.